und ein Zeichen für die Zukunft bei dieser Entscheidung im Ötztal und Bitztal. Für uns ist eine gute Wirtschaft die Grundlage für Wohlstand und sozialen Frieden. Besonders in den Tälern ist der Schutz, aber auch die Weiterentwicklung des ländlichen Raumes sehr, sehr wichtig. Und wir müssen aufpassen, dass das sensible Gleichgewicht in einem Tal, besonders das wirtschaftliche Gleichgewicht und das gesellschaftliche Gleichgewicht, erhalten bleiben. Sehr geehrter Herr Landeshauptmann, wie stellen Sie sich die wirtschaftliche Zukunft im Ötztal und im Bitztal vor, wenn wir diesen Zusammenschluss nicht bekommen? Sehen Sie da eine Aussicht für unsere Jugend und unsere Familien in diesem Tal? Danke. Vielen Dank.